molto contenta di essere in questa grande città, Berlino, al centro dell'Europa, e di fronte a tanti giovani che non pensavo che ci fosse tanto interesse per la storia di una vecchia partigiana che è venuta volentieri a raccontare, perché la mia storia è la storia di un popolo che ha vissuto in un determinato momento, direi il momento più buio del mio paese, l'Italia. Quindi vorrei raccontare questa storia perché è importante conoscere il nostro passato. Ognuno di noi ha una storia, che però questa storia personale diventa storia di un popolo e quindi è importante conoscerlo perché si sa come ha vissuto, qual è stata le sue peripezie, le sue difficoltà sia sul piano politico, economico e sociale. Quindi quando si parla di storia bisogna fermarsi un momento a riflettere. Guten Abend, ich bin sehr froh, heute Abend hier zu sein oder überhaupt hier zu sein. Giacomina ist am Sonntag schon gekommen. Wie gesagt, hier in Berlin zu sein, in einer so schönen Stadt im Zentrum Europas. Und ich bin sehr froh, dass so viele Leute gekommen sind, so viele junge Leute. Ich hätte nicht erwartet, hier so viele Menschen zu treffen, die die Geschichte interessiert, von der ich erzählen möchte und dass die Geschichte einer ganzen Bevölkerung ist. Und es ist wichtig, dass wir uns die Geschichten unserer Bevölkerung anhören. Es ist eine Geschichte, die mit der dunkelsten und schlimmsten Zeit, die wir erlebt haben, die ich und andere Leute erlebt haben, zu tun hat. Und es ist aber wichtig, dass wir uns die Geschichten unserer Bevölkerung erzählen, dass wir wissen, was auf sozialer, politischer, wirtschaftlicher, militärischer Ebene passiert ist, um uns mit der heutigen Realität und mit der Vergangenheit auseinandersetzen zu können. Io non ho capito tutto quello che Stefano ha detto sulla storia dell'Italia. E questa è una difficoltà molto grande quando non si conoscono le lingue. Però vi voglio dire che io sono nata nel 1925, quindi 90 anni fa, quando l'Italia era appena uscita dalla prima guerra mondiale e dopo qualche anno il fascismo aveva preso i pieni poteri per volontà della monarchia italiana. Io quando ho cominciato ad andare a scuola a 6 anni, nella mia classe, invece di esserci un compito di matematica, c'era uno striscione che diceva una frase che il fascismo, il regime aveva coniato proprio su misura del popolo italiano. Questa frase diceva: credere, obbedire e combattere. In queste tre parole c'era incluso tutto quello che Mussolini avrebbe voluto dal suo popolo. Ich bin 1925 geboren, also vor ein bisschen mehr als 90 Jahren. In einer Zeit, stimmt, sie hat am Anfang gesagt, ich weiß nicht, was Steffen alles erzählt hat über die Geschichte. Aber ich bin 1925 geboren, vor ein bisschen mehr als 90 Jahren. Italien war gerade ein paar Jahre aus dem Ersten Weltkrieg rausgekommen. Durch die Schuld des Königs war Mussolini mit der faschistischen Partei an der Macht und hatte sich des Landes bemächtigt. Und als ich irgendwann zur Schule ging, statt dort Mathe zu machen oder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, wurden wir indoktriniert durch das, was der Faschismus an seiner Ideologie auch auf die Kinder zu übertragen gedachte. Ich kann mich daran erinnern, dass über der Tafel immer ein großes Spruchband hing, was ein bisschen die Essenz dessen ist, was der Faschismus von der italienischen Bevölkerung und auch von uns Kindern wollte. Da stand: Credere, obbedire, combattere. Das war ein Spruch von Mussolini, der hieß: Glauben, gehorchen, kämpfen.
Das war das, was der Faschismus von uns wollte. Tutti i bambini erano obbligati a avere una divisa. Da tre anni in poi tutti avevano una divisa. C'erano i più piccoli a tre anni, i figli della lupa, poi arrivavano gli avanguardisti, Balilla, le piccole italiane e così via. Io mi sono, ho dovuto fare un'esperienza, mi sono scontrata subito a scuola che un giorno avevamo fatto un saggio e come premio c'era un uovo di Pasqua. Per me era una cosa importante perché a quei tempi le uova di Pasqua di cioccolato non erano così frequenti come per fortuna adesso nelle nostre famiglie. Ebbene, questo regalo mi è stato negato, non me l'hanno dato, non perché sono stata cattiva, non perché non ho fatto bene il saggio, ma solo perché non avevo la divisa da piccola italiana. E questo per me è stato il primo affronto che ho subito dal fascismo. E allora non capivo bene cosa voleva dire fascismo, però questo mi aveva fatto pensare, perché mi aveva fatto arrabbiare moltissimo e direi quasi anche piangere. E questo me lo sono sempre ricordato e quando è stato il momento che ho potuto parlarne con mio figlio di questo affronto che ho avuto da piccola, mio figlio da allora in poi tutti gli anni, il giorno di Pasqua, mi fa avere un grosso uovo di Pasqua per consolarmi di questo affronto che mi è stato fatto quando ero bambina. Ich kann mich an eine Episode erinnern in der Zeit des Faschismus, als ich in die Grundschule ging. Das war eine Zeit, in der sämtliche Kinder bei uns Uniformen tragen sollten oder eigentlich mussten. Manche nicht, wie ich. Ich kam aus einer antifaschistischen Familie, mir haben sie die nicht gegeben, was ich nicht so richtig bewerten konnte. Ich hatte die einfach nicht. Es gab so Kinderorganisationen, das eine waren die Fili della Lupa, das waren die Wolfskinder, dann die etwas größeren waren die Avantgardisten etc., Jungs, Mädchenorganisationen, die hatten halt alle ihre Uniformen. Irgendwann zu Ostern in der Grundschule, erinnere ich mich, wurden Ostereier verteilt. Klingt ein bisschen banal für euch heute, damals war das was ganz Besonderes. In Italien gibt es so große Ostereier aus Schokolade, das war was ganz Besonderes zu der Zeit. Die wurden in der Schule verteilt, alle haben Ostereier aus Schokolade bekommen. Ich nicht, weil ich hatte die Uniform nicht. Ich habe das als eine unglaubliche Ungerechtigkeit empfunden. Ich habe da geweint, war völlig verzweifelt. Und es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass da irgendwas doof ist, dass ich schlecht behandelt werde. Und das war so mein erstes Aufeinandertreffen mit dem Faschismus, wie ich dann später verstanden habe. Was schön war, ich habe irgendwann, als mein Sohn größer war, ihm von dieser Geschichte erzählt und habe ihm erzählt, wie sehr ich da als Kind drunter gelitten habe. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie das für ein 6-7-jähriges Kind ist, als einzige von der großen Gruppe sowas nicht zu kriegen vor versammelter Mannschaft. Ich habe das meinem Sohn erzählt. Seit diesem Tag schenkt mir mein Sohn jedes Jahr zu Ostern ein besonders großes Schokoladenostern. Mussolini stava già preparando un'altra guerra, la guerra d'Africa, per la conquista di un piccolo paese africano per poter creare un impero, diceva lui. Quindi era una guerra di conquista e veniva figurata a tutti quanti come una marcia trionfale, cioè che ci voleva questa colonia perché l'Italia potesse chiamarsi, avere un impero. Quindi mobilitava tutti, voleva che tutti partecipassero a questa guerra, perché per loro
E per il Duce era una cosa trionfale, una cosa importante, una cosa che avrebbe dato prestigio all'Italia, quando invece i bambini non avevano bisogno della guerra, i bambini avevano bisogno della scuola, perché la maggioranza non potevano andare a scuola. Io abitavo in campagna, figlia di una famiglia di contadini, e in campagna la scuola arrivava fino alla terza elementare e più avanti solo i figli dei ricchi potevano andare a scuola. I figli dei contadini alla terza elementare finiva, e molti di questi non potevano, specialmente d'estate, frequentarla perché andavano a lavorare in campagna, le loro famiglie avevano bisogno anche della forza dei ragazzi e dei bambini. Allora non c'era una legge che proteggeva il lavoro infantile, e quindi tutti quanti i figli dei contadini, appena potevano muoversi, venivano usati, e quindi la scuola passava sempre in secondo ordine. E questo vuol dire che la maggioranza dei bambini, delle campagne, dei figli dei contadini, la maggioranza erano analfabeta, oppure analfabeta di ritorno, oppure sapevano solo appena leggere e scrivere. Questa era una situazione che non c'era bisogno di una guerra, ma c'era bisogno veramente di creare le condizioni perché tutti i bambini potessero andare a scuola. In der Zeit, in der ich zur Grundschule ging, bereitete Mussolini mit seinem Militär einen ersten Krieg vor, oder einen weiteren Krieg, und zwar einen Kolonialkrieg gegen Äthiopien. Damit wollte sich der italienische Faschismus eine Kolonie verschaffen, um sich dann als faschistisches Reich deklarieren zu können. Es war aber nicht die Zeit, in der es Kriege bedurfte, sondern es war eigentlich eine Zeit, in der es Bildung bedurfte. Ich lebte in der Po-Ebene, in ländlichem Gebiet. Dort im ländlichen Gebiet gingen die Kinder in der Regel 3 Jahre zur Grundschule und das war's. Weiterführende Schulen konnten nur die Kinder der Reichen besuchen, wir nicht. Das führte dazu, dass in der Po-Ebene oder in diesen ländlichen Gebieten die meisten Leute Analphabeten waren oder fast Analphabeten waren. Und ja, das eben was war, worum sich der Faschismus nicht gekümmert hat, weil es gab kein allgemeines Schulrecht, Kinderrechte wurden nicht gewürdigt, sondern es war ein ländliches Gebiet, genau, jetzt habe ich den Faden wieder. Es gab sogar Situationen, in der zum Beispiel in der Erntezeit und in der Aussaatzeit die meisten Kinder von Bauernfamilien die Schule gar nicht besuchten, weil sie als Arbeiterinnen und Arbeiter in den Bauernfamilien gebraucht wurden, was zusätzlich dazu führte, dass die Kinder wenig die Schule besuchten. Dabei hätte es eigentlich Gesetze bedurft, die eben ermöglichen, dass Kinder sich vernünftig bilden und heranwachsen können. Perché tutti quanti partecipassero alla preparazione della guerra, premiava, per esempio mia madre è stata premiata con una pergamena perché aveva 8 figli, 6 maschi, ma sulla pergamena risultava solo i 6 maschi, perché erano pronti per poter fare la guerra. Io e mia sorella non risultavamo, solo perché eravamo delle donne. E quindi mia madre era vedova e le leggi del fascismo non gli permettevano di avere la patria potestà sui suoi figli solo perché era una donna. Voglio aprire questa parentesi per dimostrare come consideravano le donne nel periodo fascista. Ich komme aus einer Familie, wie gesagt, die im ländlichen Raum lebte. Mein Vater war verstorben, meine Mutter war, wie man es heute nennt, alleinerziehend,
hatte 8 Kinder zur Welt gebracht, 2 Mädchen, 6 Jungs. Für die 6 Jungs hat sie eine Urkunde gekriegt vom faschistischen Staat, weil sie dem Staat Krieger geschenkt hatte. Die beiden Mädchen tauchen da nicht auf, ich und meine Schwester. Die 6 Söhne, dafür hat sie eine Urkunde bekommen. Sie war gut genug dafür, für den Faschismus 6 Jungen für den Krieg zur Welt zu bringen, aber nicht gut genug für die zu sorgen. Solange bis ich volljährig war, hatte ich nämlich einen Vormund, weil meine Mutter war nur eine Frau. Und eine Frau konnte nicht alleine für Kinder sorgen im Faschismus. Ich sage das nur, um noch mal zu zeigen, welche Rolle, oder um jetzt schon mal zu zeigen, welche Rolle Frauen im Faschismus zugedacht waren, welche Rollen sie zu erfüllen hatten und dass sie eben keine gleichberechtigte Rolle in der faschistischen Gesellschaft spielen konnten. Con queste leggi, mio fratello un giorno era con dei suoi amici. E io che ero piccolina cercavo di ascoltare, di capire quello che dicevano e diceva che la guerra alla povera gente non ha mai portato niente di buono. Per queste idee contro la guerra nel 38 è stato arrestato proprio perché pensava che la guerra non fosse utile per un popolo. È stato arrestato e portato in prigione e condannato e torturato. Ich hatte einen größeren Bruder, der sich politisch ein bisschen engagierte, der eine politische antifaschistische Meinung hatte. Und ich habe den zum Beispiel irgendwann mal, als er mit Kumpels sprach, hören sagen, in dieser Zeit des Äthiopienkrieges, der Krieg hat für die armen Leute nie irgendwas Gutes gebracht. Das ist eine Sache, ein Satz, der mir bis heute in den Ohren klingt. Mein Bruder hat für Äußerungen wie diese irgendwann bezahlen müssen. Er ist irgendwann festgenommen worden. Irgendjemand hat ihn verpetzt. Er ist vom faschistischen Sondergericht verurteilt worden, ist ins Gefängnis gekommen, ist dort schwer gefoltert und verstümmelt worden. Auch etwas, was mich natürlich geprägt hat. Io ero piccola, avevo solo 13 anni. Però quando hanno arrestato mio fratello, mi sono impegnata e ho detto che volevo essere antifascista. E anche se non capivo fino in fondo, forse con una grossa dose di incoscienza, senza capire bene come stavano le cose, però io dicevo che ero e volevo essere antifascista. Und als sie meinen Bruder, der mir der liebste Bruder war, verhaftet haben, da war ich erst 13 Jahre alt, ich war sehr klein, aber das war ein Moment, in dem ich so wütend und so verletzt war, dass ich gesagt habe, ich will Antifaschistin sein. Ich wusste selber nicht genau, was das bedeutet, aber ich wollte so sein wie mein Bruder, ich wollte was tun, sicher mit sehr viel Naivität und Unbedarftheit, aber ich habe mir in der Situation selber gesagt, ich will was machen, ich will Antifaschistin werden. Il dramma più grande era che io non capivo fino in fondo e non sapevo cosa si doveva fare per essere antifascisti. È passato un po' di tempo, per fortuna due miei amici, appena un po' più adulti di me, mi hanno chiesto se potevo aiutarli a raccogliere dei fondi per aiutare i figli dei prigionieri, dei genitori che il Duce li aveva mandati al confino oppure che li aveva messi in galera. Questo si chiamava Soccorso Rosso e quindi da quel momento ho sentito proprio che potevo fare qualcosa per essere antifascista davvero. Das größte Drama war, dass ich zwar eigentlich was machen wollte, aber überhaupt nicht wusste mit 13 Jahren, was ich hätte tun sollen, wo ich irgendwie hätte anfangen sollen, welche Sachen ich tun sollte. Nach einiger Zeit kamen zum Glück zwei Jungs, die ich kannte, die ein bisschen älter waren als ich, auf mich zu oder schlugen mir das vor und sagten, ich könnte ihnen noch dabei helfen, kleine Geldsummen und Lebensmittelspenden bei verschiedenen Familien einzusammeln, die dazu dienen sollten, Familien von Antifaschisten, die ins Gefängnis oder in die Verbannung geschickt worden waren, zu unterstützen, damit deren Kinder, deren Familien was zu essen hatten. War ich sehr froh drüber, da konnte ich was machen und das hieß bei uns Soccorso Rosso, Rote Hilfe. Und dann habe ich eine ganze Zeit Rote Hilfe gemacht. Nel momento più cruciale, nel 39 scoppiò la seconda guerra mondiale e tutte le famiglie erano venute prive dei degli uomini
A casa c'era rimasto solo donne e bambini. Quelle donne che il fascismo non voleva che si interessassero di politica, che diceva che le donne dovevano solo fare figli e che le donne dovevano essere l'angelo del focolare. Beh, queste donne con la guerra erano state caricate del peso delle famiglie, dovevano fare i lavori degli uomini. Molte sono state mandate in fabbrica. Noi in campagna ci obbligavano a fare delle semine, delle colture diverse per favorire la guerra. Infatti nelle nostre zone era sempre stato seminato il frumento, il grano turco. Avevano obbligato a seminare l'olio di ricino perché poteva andare bene per gli aerei. Quindi una partecipazione totale anche delle famiglie, anche dei ragazzi, delle donne, tutto per la guerra. Und dann begann der Zweite Weltkrieg 1939. Später stieg dann auch Italien in den Krieg ein, was dazu führte, dass dann ab Juni 1940 die Männer knapp wurden, auch insbesondere in den ländlichen Gebieten, was dazu führte wiederum, dass die meisten oder dass die Frauen sich um die Landwirtschaft kümmern mussten, nicht mehr nur um den Haushalt, um die Kinder, sondern auch um die landwirtschaftliche Produktion, weil viele junge Männer verschwunden waren und sich nicht mehr um die Feldarbeit kümmern konnten und plötzlich mussten, und die mussten auch also bei uns Landarbeit machen, in den Industriezentren gingen Frauen in die Produktion und machten Arbeiten, die sie vorher nicht gewöhnt waren und füllten Posten aus, die sie vorher nicht gewohnt waren oder gelernt hatten auszufüllen. Und es waren aber die gleichen Frauen, von denen der Faschismus immer behauptet hat, dass sie zu nichts anderem gut sind, als Engel am Herd zu sein, Kinder zu gebären, Kinder großzuziehen, sich um die Familien zu kümmern. Und diese Frauen begannen aber plötzlich in der Wirtschaft, in der Industrie zu arbeiten, die Bauernhöfe zu führen, die Nahrungsmittel für die Familien anzubauen und mussten sich mit sehr vielen Widrigkeiten rumschlagen, weil Italien sehr schnell nach Eintritt in den Krieg begann, die Bevölkerung dazu zu verpflichten, landwirtschaftliche Produkte anzubauen, die nicht zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung waren, sondern die dem Krieg dienten. Wir hatten immer sehr viel Getreide, Mais, andere Sachen, die wir zum Überleben brauchten, auf unseren Feldern angebaut. Das ist übrigens das Haus der Familie von Giacomina in der Po-Ebene bei Reggio Emilia. Und plötzlich mussten unsere Familien Rizinus anbauen, um Rizinusöl gewinnen zu können. Das war ein Öl, was als Ersatz für Maschinenöl genommen wurde, was sich gut für Flugzeugmotoren eignete. Und in der ganzen Po-Ebene bauten plötzlich die Leute Rizinusöl an, was natürlich dazu führte, dass auf unseren landwirtschaftlichen Flächen keine Produkte für Nahrungsmittel angebaut werden konnten, nämlich ausreichend. Questi prodotti venivano requisiti subito e portato agli ammassi. Mentre a casa le nostre famiglie pativano la fame, tutti quanti avevamo il pane tesserato. Per gli uomini un etto e mezzo di pane al giorno e per le donne, perché le donne secondo loro mangiavano meno, un etto al giorno. I bambini affamati e tutta la produzione agricola, in particolar modo nell'Emilia Romagna, dove ho vissuto io, che eravamo molto vicino al fronte, che eravamo vicino alla linea gotica, lì i militari raccoglievano tutto quello che c'era da raccogliere per la guerra, mentre le famiglie pativano la fame e dovevano vivere con la tessera, no? Non so se come spiegare. Das heißt dann im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurden die Versorgungssituation für die Bevölkerung immer schlimmer. Wir lebten mit Lebensmittelkarten, die Kinder hungerten teilweise in den Familien. Männer bekamen zum Beispiel als ein Beispiel 150 Gramm Brot am Tag zugeteilt. Frauen, die natürlich nicht so viel brauchten, bekamen nur 100 Gramm Brot.
Das war eine Sache, die sich über viele Monate fortsetzte. Gleichzeitig verfügten wir aber über landwirtschaftliche Flächen, mussten darauf aber eben Sachen anbauen, die nicht zur Ernährung dienten. Und wenn sie zur Ernährung dienten, wurden sie unmittelbar nach der Ernte von besonderen Kontrolleuren der Faschisten eingesammelt, requiriert und in sogenannte Amassi, das waren so Lebensmittelsammelstellen, die zur Versorgung der Armee dienten. Dort wurden die hingebracht und dann für die Armee verteilt, was eben dazu führte, dass die italienische Bevölkerung relativ schnell nach Beginn des Krieges anfing zu hungern. Quando l'8 settembre nel 1943 che l'Italia ha avuto un momento che era terra di nessuno. Al sud era occupata dalle forze alleate, al nord dall'esercito tedesco che in 24 ore da amici sono diventati nemici. E l'8 settembre è stata una data veramente importante perché il governo italiano, mentre il re che era il capo delle forze armate italiane è scappato verso il sud per andare a mettere le spalle al sicuro e lasciando i nostri soldati un po' sparsi in quasi tutto il mondo, in Grecia, in Ucraina, in Africa, in Francia, e sono rimasti senza comando, senza sapere cosa dovevano fare, perché il re ha dato il mandato a Badoglio, che era un generale, che annunciasse la firma dell'armistizio. Quindi tutti noi, c'era in quei momenti una gran confusione, perché non si sapeva se la guerra era finita o se la guerra sarebbe continuata. Und dann kommt irgendwann der 8. September 1943, von dem wir schon gesprochen haben. Das ist der Tag, an dem der König über seinen Generalstabschef Badoglio verkünden lässt, dass Italien einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hat. 8. September 1943. Der König selber war abgehauen, hatte sich nach Süditalien geflüchtet, in die Hände der Alliierten, hatte sich in Sicherheit gebracht und überließ die gesamte italienische Bevölkerung und sehr, sehr viele Soldaten ein bisschen überall in der Welt, in Afrika, in Frankreich, Griechenland, Sowjetunion, Jugoslawien, überließ hunderttausende Soldaten sich selbst von einem Tag auf den anderen. Und es brach in ganz Italien, insbesondere auf dem nationalen Territorium, ein großes Durcheinander aus, eine große Unsicherheit. In questa confusione i nostri soldati, che chi poteva scappava dal fronte, e quando si è in pericolo di solito diventa molto spontaneo arrivare e portarsi a casa. In particolar modo quei giovani che erano appena stati richiamati nelle caserme, dei ragazzi che non erano minorenni, però erano già stati chiamati perché avrebbero dovuto fare la guerra. Questi ragazzi sono stati i primi a scappare dalle caserme perché non volevano più fare la guerra. Però quando arrivavano a casa trovavano i presidi dell'esercito tedesco che li facevano prigionieri e dove era possibile li mandavano in Germania a lavorare. E questa situazione naturalmente allarmò molto le donne, che erano le uniche che erano ancora che erano a casa. E le donne, per la loro sensibilità, in particolar modo le mamme, le spose e così via, sono state le prime a dare aiuto a questi giovani che scappavano dal fronte. Li hanno ospitati, li hanno sfamati, gli hanno dato da mangiare, però questi giovani non potevano stare sempre chiusi in casa. Quindi si è creato la situazione perché cominciassero a formarsi i primi gruppi partigiani. E io dico in questo momento
che le donne sono state le prime partigiane d'Italia. Perché sono state le prime partigiane? Perché sono state le prime, senza pensarci un momento, anche senza rendersene conto, che correvano un rischio grandissimo, che si mettevano contro a uno degli eserciti più forti, più armato dell'Europa, che era l'esercito tedesco. Però non hanno avuto paura, hanno fatto questo gesto d'amore veramente verso ai propri figli, verso agli amici, verso a tutti i militari che scappavano dal fronte. An diesem 8. September dann beginnen hauptsächlich auf dem italienischen Territorium sehr viele Soldaten zu versuchen, nach Hause zu kommen. Ihr müsst euch die Situation, das hat sie jetzt nicht erzählt, aber so vorstellen, dass das gesamte nördliche Territorium Italiens von Neapel aufwärts innerhalb von 24 Stunden von deutschen Truppen besetzt wird. In vielen Fällen gelingt es den Deutschen, die in Kasernen untergebrachten italienischen Soldaten auf dem nationalen Territorium gefangen zu nehmen. In manchen Situationen gelingt es relativ großen Gruppen, teilweise ganze Divisionen von Soldaten, irgendwie aus ihren Kasernen rauszukommen und sich irgendwohin zurückzuziehen, wo sie sicher sind. Und Giacomina sagte, in dieser Situation, 8., 9., 10., 11. September, gibt es eine Masse von jungen italienischen Männern, die vom Militär kommen und die irgendwo Unterschlupf suchen, weil überall im ganzen Land gibt es Straßensperren, in den Bahnhöfen stehen die Deutschen, die versuchen, die jungen italienischen Soldaten einzukassieren, um sie nach Deutschland zu deportieren. Und in dieser Situation treten die italienischen Frauen auf den Plan, von denen Giacomina hinterher gesagt hat, das waren die tatsächlichen ersten Partisanen, die ersten Partisanen, weil die italienischen Frauen in dieser Situation in einem großen Geste von Mitgefühl für ihre Söhne, für ihre Väter, für ihre Brüder, für ihre Onkels. Damit beginnen sehr viele von diesen flüchtenden jungen Männern mit Zivilklamotten auszustatten, denen ihre Waffen abzunehmen, die Möglichkeit zu geben, sich umzuziehen und nicht mehr wie Soldaten auszusehen, denen Unterschlupf zu geben, sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen und damit verhindern, dass sehr viele dieser italienischen Soldaten, denen es gelungen war, aus ihren Kasernen rauszukommen, gefangen genommen zu werden und deportiert zu werden. Diese Situation, die sich dann bildet in den Tagen nach dem 8. September, kann aber nicht ewig dauern, weil nicht ewig tausende junge Männer in den Familien irgendwo in Italien, das von dem Zeitpunkt an besetzt war, von den deutschen Truppen untergebracht werden können. Und es beginnen sich dann regional unabhängig oder regional sehr unterschiedlich erste Partisanengruppen zu organisieren. Also junge Männer, die versteckt waren, fangen an, sich zu organisieren und sich meistens in bergigen Gegenden zurückzuziehen und dort versuchen zu überleben. Quindi si sono formate le prime squadre partigiane e il posto più sicuro che potevano sfuggire alla cattura era la montagna. Questi giovani pian piano sono andati in montagna, però in montagna non è che trovassero là una caserma che li ospitasse, e là nemmeno trovavano le divise da mettere, e nemmeno trovavano il rancio per mangiare. In montagna sono state le famiglie della nostra montagna che hanno ospitato ancora una volta questi giovani e gli hanno dato da mangiare, e li hanno sfamati, li hanno vestiti, e così pian piano si è formato questo grande corpo militare, improvvisato, però con tanta volontà, e che volevano veramente dare un grande contributo per salvare l'Italia, ma innanzitutto per salvare la patria, perché oramai la patria italiana non era più in mano a nessuno. In questa situazione c'era bisogno naturalmente di organizzare questo lavoro clandestino, perché nessuna di noi era preparata
a lavorare clandestinamente, perché avevamo sia l'esercito tedesco e avevamo i fascisti che avevano formato la Repubblica di Salò, quindi che puntavano i loro occhi nelle nostre direzioni per vedere cosa succedeva. Quindi ogni nostro movimento era a rischio per noi e per tutte le famiglie, perché aiutare i partigiani voleva dire correre un grande rischio. Und diese ersten Gruppen von Partisanen, von Widerstandskämpfern, die sich in die Berge zurückziehen, in der Provinz Reggio Emilia, war das Apenningebirge, finden dort in den Bergen natürlich keine Kaserne und die finden auch keinen Versorgungsstützpunkt und auch keine Krankenstationen und auch keine Kleiderkammern etc., sondern auch in den Bergen, wo sie ankommen, werden sie wieder von der Zivilbevölkerung aufgenommen, die ihnen Unterschlupf gibt, sie werden von der Zivilbevölkerung versorgt, werden mit Informationen versorgt und sind darauf angewiesen, dass es einen großen Rückhalt, eine große Unterstützung innerhalb der Bevölkerung gibt, die garantiert, dass die Partisanengruppen überleben können. Diese jungen Männer, das waren hauptsächlich junge Männer, die in die Berge gegangen sind, hatten sich zum Ziel gemacht, Italien zu befreien oder dabei zu helfen, Italien zu befreien, das, wie Giacomino es genannt hat, das Vaterland zu befreien, weil das gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Italien war nicht existent, Italien war besetzt von Deutschen, die mit den italienischen Faschisten zusammenarbeiteten, zur Hälfte waren die Alliierten in Italien, es war ein völlig zerstückeltes Land. Und wir Frauen, auch in der Po-Ebene, in Familien, versuchten den Partisanen im Gebirge Unterstützung zukommen zu lassen. Das Problem dabei war, dass auch wir nicht genau wussten, wie man das anstellen soll, weil alle Unterstützungsarbeit clandestin im Untergrund zu erfolgen hatte und wir damit natürlich keine Erfahrung hatten. Wir waren ganz normale Bauernfamilien, die plötzlich Partisanen und Widerstandsorganisationen mit unterstützen wollten. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Territorium, in dem wir wohnten, plötzlich von einem Tag auf den anderen von deutschen Truppen besetzt war, von deutschen Truppen kontrolliert war, die da rumfuhren und mit diesen deutschen Truppen die italienischen Faschisten zusammenarbeiteten, die für die Deutschen das gesamte Territorium kontrollierten, ihre Polizeieinheiten hatten etc. Das heißt, alles, was man da tat, war die ganze Zeit kontrolliert und man musste sich was überlegen, man musste sich was einfallen lassen, wie man Partisanen, die in den Bergen sich zurückgezogen hatten, unterstützte. Quindi c'era bisogno di organizzare questo lavoro, renderlo più efficiente e si è creata la prima organizzazione femminile perché i gruppi difesa della donna, cioè un'organizzazione che aveva un nome che non era appropriato perché gruppo difesa della donna, ma in effetti era un'organizzazione che aiutava in tutti i sensi i partigiani. E in questo movimento che si è creato è nata la famosa figura mitica proprio, che tutti ne hanno sentito parlare, cioè la staffetta, che aveva un compito ben preciso, che è quello di tenere i contatti fra i vari gruppi partigiani, che è sempre stata figurata in bicicletta, perché era il mezzo più veloce che potevamo avere a disposizione. Quando si parla di staffetta, si parla di bicicletta. E quindi provate a pensare a organizzare un movimento così importante, clandestino, senza avere telefoni, senza avere radio, senza avere macchine, senza avere i giornali, come si poteva comunicare con i gruppi partigiani. Und da es eben notwendig war, sich zu organisieren, mussten wir uns irgendwann eine Organisationsstruktur geben. Wir mussten uns immer besser organisieren und Wege finden, unsere Arbeit zur Unterstützung der kämpfenden Partisaneneinheiten in den Bergen zu machen.
Und so gründete sich die erste Frauenorganisation in Italien, nämlich die Gruppi di Difesa della Donna, die Verteidigungsgruppen der Frauen. Giacomina sagt, der Name klingt so ein bisschen, als wären das so Gruppen zur Verteidigung der Frauen. Die waren das aber nicht, sondern es waren Verteidigungsgruppen von Frauen, aber eigentlich für die Männer, weil unser Ziel war, die jungen Männer in den Bergen, die als Wehrflüchtige gesucht waren und sich auf dem italienischen Territorium nicht einfach so bewegen konnten, sondern in den Bergen da am sichersten waren, denen dabei zu helfen, ihre militärischen Aktionen in den Bergen zu machen. Und im Rahmen dieser Gruppe, die Difesa della Donna, aus der dann nach dem Krieg der italienische Frauenbund hervorgegangen ist, da entstand die mythische Figur, wie sie sagt, die zumindest in Italien alle Leute kennen, nämlich die Staffetta, die Staffette, die Botin. So eine ganz wichtige Figur im Organigramm der Partisaneneinheiten, weil Frauen sich eben wesentlich freier auf dem besetzten Territorium bewegen konnten. Und diese Frauen, diese Staffetten, bewegten sich in der Regel mit ihrem Fahrrad. Von daher ist Staffetta gleich Fahrrad. Das Fahrrad war ein ganz, ganz wichtiges Fortbewegungsmittel. Ihr müsst euch, Herr Gumina sagt, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das ist so lange her. Ihr müsst euch eine Zeit vorstellen, in der man versucht, ein clandestines Unterstützungsnetzwerk herzustellen. Und man hat kein Handy, man hat kein Radio, man hat kein Funkgerät, man hat keine Zeitung, man hat keine Autos, man hat keine Mopeds. Das Einzige, was man hat, sind Personen mit ihren Füßen und manchmal ein Fahrrad. Und das waren die Strukturen, die wir nutzen konnten, um in dem Territorium, in dem wir lebten, ein clandestines Netzwerk aufzubauen. Eravamo facilitate perché le donne ancora non erano prese di mira, cioè potevano ancora viaggiare. Infatti con degli spedienti molto, molto rudimentali, però molto efficaci, per esempio trasportavamo armi. Io mi ricordo che una volta dovevo trasportare delle bombe a mano, ho riempito la borsa con delle patate, perché erano tutte bugnose, sia le patate che le bombe a mano, e quindi erano meno visibili, non era possibile individuare qual era il contenuto della mia borsa. Si ricorreva a degli spedienti, se volete, molto, molto semplici. Quando c'era da trasportare dei biglietti importanti, dei messaggi da un punto all'altro delle squadre partigiane, si cucivano dentro alla fodera del cappotto, oppure perché metterli solo in tasca era pericoloso. Se incontravi una pattuglia fascista o tedesca, ti guardavano dappertutto, quindi era sempre pericoloso. Quindi eravamo diventate delle esperte proprio e avevamo imparato come si può lavorare, come si può vivere anche clandestinamente. Noi poi in pianura, che io ho lavorato particolarmente in pianura e non sono mai andata in montagna, eravamo diventate delle sentinelle, delle esperte anche dei movimenti militari. Stavamo attenti quando i militari si muovevano, perché facevano dei rastrellamenti in varie zone per andare a cercare se c'erano dei giovani a casa e così via. Il nostro compito era quello di montare in bicicletta e andare a avvisare tutte le famiglie in modo che gli uomini scappassero di casa, si andassero a nascondere in modo da sfuggire a questo al pericolo di essere presi e fatti prigionieri. Wir sind dann relativ einfallsreich gewesen, manchmal auch sehr unbedarft, unvorsichtig, kann man vielleicht sagen, aber auch nur mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit, um da unsere Aufgaben zu erledigen. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel einmal Handgranaten transportieren musste. Ich habe einfach einen Beutel genommen, habe da Kartoffeln reingemacht, in die Mitte Handgranaten dazu. Die Kartoffeln waren genauso picklig wie diese Eierhandgranaten. Die hatten genauso komische Beulen dran. Das sah so von außen ähnlich aus. Und bin dann damit an meinem Fahrrad von einem Ort zum anderen gefahren und habe die Handgranaten abgeliefert. Wenn wir irgendwelche Nachrichten zu überbringen hatten, haben wir die als Vorsichtsmaßnahme irgendwie in die Kleidersäume eingenäht oder haben die Nachrichten auswendig gelernt, weil man sich nicht an einer der zahlreichen deutschen Kontrollpunkte oder faschistische Milizen, die durch die Gegend fuhren und wahllos Leute kontrollierten, weil man sich dort nicht hatte
schnappen lassen können, weil wenn die irgendwelche Zettel mit halbgaren Nachrichten fanden, war das natürlich ein Problem. Das heißt, unsere Aufgabe war es, das hat sie jetzt nicht gesagt, müsste ich vielleicht dazu erklären, unsere Aufgabe war es ein bisschen die Verbindung zwischen den verschiedenen Partisanengruppen, die sich gebildet hatten, sowohl in den Bergen als auch später in der Po-Ebene, die Verbindung zwischen den Partisanengruppen herzustellen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass ihr ein größeres Territorium habt, in dem ganz viel verteilt Gruppen von 10, 15, 20 Leuten unterwegs sind, die aber alle nicht miteinander verbunden sind, außer über Stafetten, nämlich die Stafetten, die von einer Gruppe zur anderen fahren, Messages hin und her bringen, Waffen transportieren, Medizin transportieren, Verletzte in irgendwelchen Häusern unterbringen etc. Und das war unsere Aufgabe als Stafetten. Außerdem waren wir permanente Wachposten. Wir wohnten in der Po-Ebene, wie ich schon gesagt habe. Wir hatten dieses Bauernhaus, was man vorhin gesehen hat, mit ein bisschen, mit so ein paar Hektar Land ringsrum. In Sichtweite befanden sich ein paar andere Bauernhäuser, ebenso wie unseres, mit ein paar Hektar Land ringsrum. Und wenn wir merkten, dass in der Nähe, weil wir nicht mitten im Dorf wohnten, sondern eben auf dem Land, wenn wir merkten, dass sich in der Nähe deutsche oder italienische Faschisten oder Militärkolonnen bewegten, dann schwangen wir uns aufs Fahrrad oder gingen zu Fuß los, meistens auf dem Fahrrad, und fuhren zu allen Nachbarfamilien in Sichtweite und sagten dort jemandem, den wir kannten, Bescheid und sagten, ey, da bewegt sich was, damit die ihrerseits anderen Leuten Bescheid sagten, damit überall in der Gegend relativ schnell bekannt war, dass es irgendwelche Bewegungen gibt, damit Leute, die in unseren Bauernhäusern versteckt wurden, Partisanengruppen, die sich da teilweise aufhielten, Verletzte, die sich aufhielten, damit die in Sicherheit gebracht werden können und Männer aus den Häusern rauskommen, weil wir auch nicht wussten, manchmal machten die auch einfach nur so Razzien und gingen in die Häuser und suchten nach wehrpflichtigen Jugendlichen, nach arbeitsfähigen Männern und nahmen die dann mit. Das heißt, unsere Aufgabe war so ein bisschen aufzupassen und immer Alarm zu schlagen und Bescheid zu sagen, wenn sich was tat. Perché si è sviluppata così una lotta partigiana così importante in Emilia, in Romagna, in Piemonte e in Lombardia? Per la vicinanza alla linea gotica, che era un piedater dei tedeschi, e che c'era un ordine di Hitler che nessun tedesco avrebbe dovuto fare un passo indietro dalla linea gotica, cioè questa doveva essere la fortezza che doveva resistere a tutti gli urti che venivano dall'altra parte, cioè l'esercito alleato anglo-americano. Quindi l'Emilia è stata la più bombardata, infatti in Emilia sono successi molti episodi molto, molto gravi, anche contro la popolazione, sono stati fucilati dei civili che non avevano niente a che fare con i partigiani, che non avevano niente a che fare con la lotta partigiana, perché dovevano terrorizzare le popolazioni in modo che non dassero fastidio alle spalle dei tedeschi che erano sulla linea gotica che difendevano veramente tutto il territorio alle loro spalle. Quindi non volevano altri fastidi, in particolar modo dai partigiani, e i partigiani lì hanno avuto veramente vita dura, degli scontri molto, molto importanti, ma anche molto, molto, molto pericolosi tra i partigiani e le truppe tedesche. Das Territorium, in dem wir lebten, die Emilia oder die Emilia-Romagna, so eine ganze Region, das ist so der südlichste Streifen an der Po-Ebene. Das ist so die Stelle, an der sich hinterher Italien von oben so breit verjüngt und runter in die Toskana geht, wer so ein bisschen praktisch ist mit dem italienischen Territorium. Das war ein Territorium im unmittelbaren Rückraum der Gotenlinie. Die Gotenlinie war eine deutsche Verteidigungslinie nördlich von Florenz, an der von August 1944 bis zum April 1945 die Frontlinie in Italien zum Stehen gekommen war. Die Deutschen hatten sich da verschanzt nördlich von Florenz, einmal an dieser Gotenlinie, die einmal quer durchs ganze Territorium ging.
Südlich davon waren die Alliierten. Das stand da still über ein halbes Jahr. Und wir befanden uns in diesem letzten halben, dreiviertel Kriegsjahr im unmittelbar rückwärtigen Raum der deutschen Front, keine 60 Kilometer von der Gotenlinie entfernt, was dazu führte, dass die Deutschen mit besonderer Brutalität gegen die Bevölkerung und auch gegen die Partisanen vorgingen, weil die um jeden Preis Ruhe in ihrem Rücken der Front haben wollten. Es kam darum, das Territorium war, wie gesagt, schwer bewacht. Es gab sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten, die grundlos erschossen worden sind. Es gab relativ viele Bombardements der Alliierten, weil wir eben in dem Gebiet waren, im rückwärtigen Frontbereich. Die Deutschen rächten sich und auch die Faschisten, wo sie konnten, an Widerstandskämpfern. Das alles, zumindest die Handlungen der deutschen und der italienischen Faschisten, dienten dazu, die Bevölkerung zu terrorisieren und uns davon abzubringen, irgendwelche Widerstandshandlungen zu machen oder den Widerstand zu unterstützen. Queste donne che partecipavano a questa lotta, c'è gli storici che hanno riportato dei numeri, hanno calcolato più o meno quante potevano essere queste donne che facevano parte ai gruppi difesa della donna. Si parla di 75.000, quindi per quei tempi in una lotta clandestina vuol dire un esercito. È molto importante perché queste donne non erano politicizzate, non avevano un colore politico. C'era l'unità di tutte le donne che avevano un ideale unico che tutte quante volevano realizzare, che era l'ideale della pace. Questo movimento si era creato proprio per dare un contributo perché la guerra finisse al più presto possibile. E già si stava parlando tra di noi come avremmo voluto che fosse la nuova società alla fine della guerra. E da sole non riuscivamo a darci grandi risposte, però naturalmente volevamo una società senza guerra e con più giustizia di quello che non avevamo conosciuto nel passato. Infatti, un giorno sono stata convocata con altre tre o quattro ragazze. Pensate, eravamo in cinque. La più grande aveva 19 anni e abbiamo incontrato per la prima volta un commissario politico, perché nelle squadre partigiane c'era anche un commissario, oltre che altre cariche. E noi non conoscevamo questa persona, però eravamo molto entusiaste, eravamo giovani e c'è sempre lo spirito garibaldino un po'. Ci siamo incontrate fuori dalle nostre case perché era pericoloso per le nostre famiglie riunirsi in casa e abbiamo cercato di organizzare una scampagnata. Ci siamo trovate sotto una pianta in campagna e lì noi cinque ci siamo guardati in faccia e per la prima volta ho sentito parlare di democrazia, di diritto al voto, di emancipazione della donna, di tutti questi principi per una società più giusta. E queste parole mi sono rimaste veramente sempre impresse e non posso parlare mai senza citare questo momento, perché per me è stato un momento molto, molto significativo, un momento che mi ha aiutato a maturare, che le donne possono dare un grande contributo per cambiare la società. Diese Frauen, die sich in den Verteidigungsgruppen der Frauen organisierten,
wurden innerhalb kurzer Zeit sehr viele. Es ist nie richtig bezifferbar geworden oder gewesen, wie viele Frauen sich da tatsächlich organisiert hatten. Manche Historiker, Historikerinnen sprechen von 70.000 Frauen, die sich in der Emilia-Romagna und den angrenzenden Gegenden organisierten. Wenn man sich diese Zahl vorstellt, ist das eine richtige Armee. Das sind ein paar Divisionen von Leuten, die auf einem großen Territorium verteilt, in einem ganz kapillaren Netzwerk zusammenarbeiten. Das waren meistens Frauen, die keine politische Bildung hatten. Das waren Frauen, die kein politisches Bewusstsein hatten, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, 3 Jahre Grundschule hatten im besten Fall. Das waren Frauen, die gehörten allen möglichen, wenn sie denn überhaupt eine politische Richtung innewohnen, verschiedenen politischen Überzeugungen an. Das, was diese Frauen vereinte, war ein gleiches Ideal. Es war das Ideal des Friedens, das Ideal eines besseren Lebens, weil darüber sprachen wir während der Resistenza auch, dass es uns nicht nur darum ging, den Frieden zu erkämpfen oder für den Frieden zu kämpfen, Italien in eine friedliche Gesellschaft zu wandeln, sondern dass es uns auch darum ging, nach dem Krieg eine gerechtere Gesellschaft für alle aufzubauen. Und ich kann mich an eine Episode erinnern, die mich sehr geprägt hat. Und zwar hatten wir mit 5 Frauen ein Treffen mit einem Politkommissar bei uns da in der Po-Ebene, in einem Dorf. Wir sind da hingestellt worden. Die Partisaneneinheiten, die in der, das hat Giacomina jetzt nicht gesagt, aber die Partisaneneinheiten, die in der Provinz Reggio Emilia hauptsächlich Garibaldi-Einheiten waren, das heißt der kommunistischen Partei zugewandt, was nicht heißt, dass das alles Kommunisten waren, aber da, so die Kommandeure waren alles Kommunisten. Diese Einheiten verfügten über Politkommissare, neben Kommandeuren und anderen Befehlsstrukturen. Diese Politkommissare hatten die Aufgabe, mit den jungen Leuten in den Einheiten politische Diskussionen durchzuführen, um mit denen darüber zu reden, was in einer befreiten Nachkriegsgesellschaft denn möglich ist und was sie sich für eine Gesellschaft vorstellen. Giacomina sagt, mit so einem Politkommissar, den ich nicht kannte, zusammen mit anderen Frauen, die ich nicht kannte, haben wir uns getroffen. Die jüngste dieser Frauen war, die älteste dieser Frauen war 19 Jahre alt, ich war 17 Jahre alt. Und da wir uns nicht in irgendwelchen bewohnten Gebieten treffen konnten, haben wir so getan, als machen wir einen Ausflug, haben uns irgendwo mitten in der Pampa unter einem großen Baum getroffen mit diesem Politkommissar, den keiner von uns kannte. Und das war eine Offenbarung. Bei diesem Treffen habe ich zum ersten Mal jemanden davon reden hören, zu mir reden hören, der von Demokratie sprach, von Gleichberechtigung, von Emanzipation der Frau, von Wahlrecht für Frauen. Das waren Dinge, mit denen ich bis dahin nicht konfrontiert gewesen bin. Das sind Sachen, an die ich mich bis heute erinnere. Und wie ihr merkt, es gibt eigentlich kein Treffen, bei dem ich nicht über diese Episode spreche, weil es mich sehr, sehr bewegt hat und in gewisser Weise mein dazu beigetragen hat, dass sich mein Bewusstsein noch mehr verfestigt hat und ich eine bessere Vorstellung davon hatte, was ich und was viele andere Frauen nach dem Krieg für eine Gesellschaft möchten. Con il microfono. Era ormai era troppo che durava questa guerra. La popolazione e particolarmente i bambini erano affamati, non c'era più niente da nessuna parte. E quindi a febbraio, in piena guerra, nel 1945, in febbraio decidemmo di uscire dalla clandestinità, disarmate, con le mani pulite. Abbiamo pensato di andare a chiedere alle autorità civili di quel tempo, al podestà, più latte e più grano per i nostri bambini. La difficoltà era quella di comunicare con tutte le donne che venissero con noi in piazza davanti agli uffici del podestà per andare a fare queste richieste. Era ancora in auge l'esercito tedesco, i fascisti avevano ancora il loro potere, però noi abbiamo voluto sfidare queste forze e col passaparola, perché non era
possibile andare in bicicletta in coppie, perché voleva dire gruppo. Quindi dovevamo andare una per una, perché era proibito, come era proibito circolare dopo le sette col coprifuoco, era proibito tenere aperto le finestre con la luce accesa, perché gli aerei ci bombardavano. E nello stesso tempo era proibito alle persone di fare gruppo. Quindi si doveva arrivare all'appuntamento una per uno in bicicletta. E col passaparola, con molta discrezione, perché era ancora a rischio a organizzare queste cose. Ebbene, ci siamo trovate davanti in centro Reggio, che è la città più grande che abbiamo nella nostra provincia, ci siamo trovate, così hanno scritto gli storici, in 2000 donne a chiedere da mangiare per i nostri figli. L'abbiamo definita un'insurrezione, con l'appoggio di nessuno, e siamo andati a chiedere da mangiare. A Reggio non siamo riuscite perché c'era molte forze fasciste, molte forze anche tedesche, ad ottenere l'apertura dei portoni dove veniva conservato il grano. Però nel resto della nostra provincia, come a Fabrico, Novellara, nella Bassa Reggiana, vicino al Po, le donne sono riuscite ad aprire i portoni dove era custodito il grano, e la gente ha potuto portare a casa qualcosa da mangiare. Quella lì per noi è stato il momento più alto della nostra azione clandestina, perché abbiamo avuto il coraggio, lasciatemelo dire, di affrontare le autorità civili. Dopo la guerra, uno storico è riuscito a trovare un verbale fatto da un colonnello che descriveva la giornata delle donne in piazza, che lo mandava alle autorità più alte di lui, forse a Roma. Ebbene, questo colonnello ha scritto che le donne, quando si muovono, hanno dei motivi importanti, e che loro erano riusciti a controllare tutta la situazione. Quindi non è successo niente, nessuna è stata arrestata, e questo ha dimostrato veramente della grande forza del nostro movimento. E questa cosa l'abbiamo potuta fare perché c'era una grande unità fra le donne, che, come ho detto prima, erano tutte prese e tutte mobilitate per fare finire la guerra. Mi sta sgridando perché dice che faccio dei pezzi troppo grandi. Ich vergesse uns was, es wäre schade. Gegen Ende des Krieges, insbesondere zu Beginn des Jahres 1945, im Januar, im Februar, wird die Versorgungssituation für die Bevölkerung in unserer Gegend katastrophal. Die Erwachsenen hungern, die Kinder hungern, die Partisanengruppen in den Bergen sind mittlerweile fast 10.000 bewaffnete, meistens junge Männer, die von der Bevölkerung zusätzlich versorgt werden müssen. Hat Jacqueline jetzt nicht gesagt, füge ich mal kurz dazu, weil das sind sehr, sehr viele Leute, die nicht arbeiten, die nicht ihr eigenes Essen produzieren, die von der Bevölkerung zusätzlich versorgt werden müssen. Das heißt, wir hatten alle nicht zu essen, und die Gruppen, diese Frauenverteidigungsgruppen, haben beschlossen, eine
sehr gewagte Aktion zu machen. Wir haben beschlossen, dass wir an die Öffentlichkeit gehen, dass wir aus der Klandestinität heraustreten, dass wir versuchen, mit so Mund-zu-Mund-Propaganda Frauen zu mobilisieren und in die Stadt Reggio Emilia zu fahren. Das ist der Hauptort in der Provinz Reggio Emilia. Wir wohnen alle so in Dörfern um diese Stadt drumherum, dass wir uns dort treffen, nach Reggio Emilia fahren und in der Piazza vor dem Büro des Podestà, des faschistischen Bürgermeisters treffen, in der Piazza Gioberti hieß die. Das Problem bestand darin, dass es natürlich noch Kriegssituation war. In Reggio befanden sich deutsche Truppen, es befanden sich italienische Faschisten. Es war überhaupt nicht normal, dass sich dort Leute zu einer Demonstration irgendwo versammelten. Außerdem war es sehr schwierig, viele Frauen zu informieren. Das musste halt geheim passieren. Immer ein paar von uns haben ein paar Bescheid gesagt und die haben sich dann gegenseitig Bescheid gesagt. Das Schwierigste allerdings war, überhaupt aus den Dörfern in die Stadt zu kommen. Denn jede von uns musste alleine mit dem Fahrrad fahren. Es gab eine ganze Reihe Verbote zu der Zeit. Ein Verbot war zum Beispiel, zu zweit mit dem Fahrrad zu fahren. Das bedeutete Gruppe. Das heißt, man konnte nur alleine fahren. Es war verboten, mit mehr als zwei Leuten auf der Straße zusammenzulaufen. Es war verboten, bei Sonnenuntergang noch die Straße zu betreten. Es gab eine ganze Reihe Verbote, die eingehalten werden mussten. Wir haben jedenfalls mobilisiert. Und Ende Februar 1945 haben sich in dieser Piazza in Reggio Emilia um beim Podestà, so hieß dieser faschistische Bürgermeister, das Öffnen der Lebensmittellager für die Versorgung der Front einzufordern. Insgesamt knapp 2000 Frauen aus den umliegenden Dörfern der Stadt Reggio Emilia getroffen. Wir sind da alle alleine hingefahren, nicht geleitet von irgendeiner großen Organisation. Wir haben da in dieser Piazza gestanden, dann ist eine Abordnung von ein paar von uns zu diesem Podestà gegangen. Wir haben nicht erreichen können, dass das Lebensmittellager in der Stadt Reggio Emilia aufgemacht wurde, aber anderen Frauen, die an anderen Orten in der Provinz das Gleiche gemacht hatten wie wir, zum Beispiel in den Orten Ampo wie Guastalla, Brescello oder Fabrico und Novellara, wo die auch demonstriert haben, die haben teilweise die Wachen von diesen Lebensmittelsammelstellen überrannt, haben die Schlösser aufgebrochen und haben so der Bevölkerung ermöglicht, sich die Nahrungsmittel zu besorgen. Das war, obwohl das in Reggio Emilia nicht geglückt war, war das für uns eine herausragende Situation, weil Giacomina sagt, lass es mich sagen, wir haben tatsächlich die faschistischen Autoritäten herausgefordert. Wir sind da hingegangen mit sauberen Händen, mit offenem Gesicht und haben gesagt, hier, wir wollen, dass die Lebensmittellager aufgemacht werden. Das war eine ganz unerhörte Situation. Es ist gut gegangen für uns. Die Delegation ist wieder zurückgekommen, die haben das halt nicht aufgemacht, aber niemand von uns ist verhaftet worden, niemand ist bestraft worden und wir haben sozusagen ein Zeichen gesetzt. Ein paar Jahre nach dem Krieg hat ein Historiker Papiere gefunden, in der irgendein deutscher Oberst einen Bericht geschrieben hatte über diesen Tag in Reggio Emilia und da reingeschrieben hat, oh, wenn sich so viele Frauen hier in der Provinz bewegen, dann müssen die schon einen Grund haben. Das war so ein Bericht an irgendeine höher gestellte Dienststelle und hat dann in dem Bericht aber auch geschrieben, ja, es war alles unter Kontrolle, gab keine Probleme. Für uns jedenfalls war das ein ganz, ganz wichtiger Moment. Quindi siamo da febbraio, siamo molto vicini al 25 aprile. Questa è una data che senz'altro parla anche a voi altri, perché è stato il momento che è finita la guerra. Io quel giorno ero in casa e ho visto un carro armato arrivare con una grande stella bianca davanti e ho capito che veramente la guerra era finita. Io non so e non ricordo e non vi posso dire cosa ho fatto quel giorno, perché era troppo grande il nostro entusiasmo, era troppo grande la nostra gioia di pensare che la guerra era finita. Ricordo solo che il mio primo pensiero, il mio primo movimento è stato quello di andare in casa e aprire tutte le finestre, perché erano 5 anni che le finestre erano chiuse, tappate e che dovevano oscurare la luce, perché
era pericolo aprire. Quindi questa è stata la mia prima emozione, perché forse avevo bisogno d'aria, avevo bisogno di respirare. Quindi ho aperto le finestre. Diese Episode da Ende Februar war ja schon relativ dicht am Tag der Befreiung. Ein Datum, was vielleicht auch euch hier in Deutschland gesagt, der 25. April 1945 war der offizielle Tag der Befreiung. Die Stadt Reggio Emilia und die umliegenden Gemeinden sind einen Tag vorher, am 24. April, befreit worden. Ich kann mich an diesen Tag nicht richtig erinnern. Das war ein zu großer Tag. Da ist wahrscheinlich zu viel mit mir los gewesen. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einen großen Panzer mit einem weißen Stern drauf durch unsere, die kleine Straße, die bei uns am Gehöft lang führte, langfahren sah. Und da wusste ich, dass es vorbei war. Es war ein amerikanischer Panzer und da wusste ich, jetzt ist Schluss. Was ich danach gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich an dem Tag als eine der ersten impulsiven Reaktionen ins Haus gelaufen bin und alle Fenster aufgemacht habe und die ganzen Verdunklungen abgerissen habe. Weil es war seit 5 Jahren, dass wir in allen Wohnungen lebten, in unseren Bauernhäusern, mit einer totalen Verdunkelungsanordnung. Das war eine dieser anderen Verbote. Man durfte nirgendwo Licht aus den Häusern dringen lassen abends, um den alliierten Bombereinheiten, die über die Poebene flogen, keine Hinweise auf Ziele zu geben. Das heißt, wir lebten seit 5 Jahren immer mit verdunkelten Scheiben, auch tagsüber. Unsere Wohnung war irgendwie dunkel und ich hatte das dringende Bedürfnis, in das Wohnhaus zu gehen, Fenster aufzureißen, die Verdunklung abzureißen und mir irgendwie Luft zu verschaffen. Quindi dopo la liberazione, l'organizzazione dei gruppi di difesa della donna che avevano partecipato alla lotta clandestina si è trasformata in una grande organizzazione unitaria, l'Unione Donne Italiane. E questa aveva un grande compito, che è quello di realizzare quelle famose parole che io avevo sentito da quel commissario. Qui prima c'era un carro armato alle mie spalle, lì. E vi voglio dire che il primo pensiero delle donne reggiane è stato quello di creare gli asili per i bambini, dare a questi bambini che avevano subito la guerra come i soldati, perché la seconda guerra mondiale è stata la prima guerra che ha fatto più morti tra i civili che nei militari. Quindi i bambini hanno subito la guerra come i grandi e come tutti gli altri, quindi avevano bisogno veramente di un riguardo particolare. E la prima cosa che abbiamo pensato a Reggio è stato quello di creare gli asili per i bambini, che non fossero dei ricoveri, ma che fossero delle scuole moderne dove i ragazzi potevano giocare, potevano divertirsi e così via. Quel carro armato che c'era lì vuole dimostrare che a Pieve Modelena, una frazione di Reggio Emilia, le donne hanno guastato un carro armato vendendo il ferro per pagare l'affitto di un asilo per i loro bambini. Questo credo che sia veramente la dimostrazione più grande che si possa dare merito a questa organizzazione che è stata l'Unione Donne Italiane. Frauenverteidigungsgruppen aus den Gruppi di Difesa della Donna, von der Giacomina schon viel gesprochen hat, was eine der Organisationsformen der italienischen Resistenza war, entsteht unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die wichtigste italienische Frauenorganisation, nämlich der UDI, die Unione Donne Italiane, der italienische Frauenbund. Das hat Giacomina jetzt nicht gesagt, aber diese Organisation hatte in der Provinz Reggio Emilia, wo Giacomina wohnt, die damals 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, etwa 55.000 Mitglieder. Das heißt, 55.000 Frauen, etwa ein Sechstel der Bevölkerung, war Mitglied im italienischen Frauenbund in Reggio Emilia. Es war eine sehr, sehr starke, es war eine Massenorganisation.
weil gerade der Panzer zu sehen war, sagt Giacomina, eine der ersten Dinge, um die wir uns vom italienischen Frauenbund unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gekümmert haben, war, die Situation der Kinder zu verbessern. Wie ihr alle wisst, war der Zweite Weltkrieg der erste Krieg, der erste moderne Krieg, in dem die Zivilbevölkerung einen höheren Preis zu zahlen hatte als Angehörige von Militäreinheiten. Und so haben alle Mitglieder der Zivilbevölkerung, Erwachsene, Alte, Kinder, in diesem Krieg total gelitten. Und wir wollten für die Kinder eine bessere Situation schaffen. In vielen Orten in der Provinz Reggio Emilia hat der italienische Frauenbund als eine der ersten Maßnahmen versucht, sogenannte Volkskindergärten, Asili del Popolo, selbstverwaltet zu öffnen, um den Kindern eine vernünftige Unterbringung, in der man spielen, in der man lernen kann, zu organisieren. Und in der Ortschaft Pieve Modolena haben Frauen einen liegen gebliebenen deutschen Panzer Stück für Stück zerlegt, mühselig, haben das Altmetall verkauft und haben mit den Erlösen aus den Metallverkäufen über eine lange Zeit die Miete für diesen Volkskindergarten bezahlt, um sich eben um die Kinder dieser Frauen, die aus der Resistenza kamen, zu kümmern. Due parole, poi basta, perché forse l'ho tenuta anche troppo lunga. Volevo dirvi che è stata una grande gioia il 25 aprile, però la mia più grande vittoria che ho vissuto è stato quando ho letto la Costituzione italiana, che è stata scritta dalle persone che avevano fatto la lotta di liberazione, e che dice che l'Italia ripudia la guerra come atto d'offesa nel suo articolo 11. E l'articolo 3 che dice tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di religione, sono uguali di fronte alla legge. Questo perché per me è stata la mia grande vittoria, perché quello che ho fatto prima non conta. Quello che conta è questo risultato, che da quella battaglia, da quella lotta partigiana è uscito una donna nuova, una donna disposta a lottare per la propria dignità, per far parte alla società, non come il fascismo che ci teneva lontano dalla vita politica, come se fosse una cosa proibita, che fosse una cosa agevole solo per una parte del corpo. Io dico che una società è democratica quando tutti i cittadini sono trattati nello stesso modo. E voglio citare una frase di Tina Anselmi, una grande donna che è stata la prima donna che ha partecipato, è stata nominata ministro della sanità in un governo, in un nostro governo. Questa donna ha fatto la partigiana, ha corso in bicicletta come tutte noi. E voglio citare le sue parole, perché veramente è una donna che ha fatto tanto prima e dopo la guerra. Ebbene, Tina Anselmi dice che la democrazia, perché viva, bisogna alimentarla tutti i giorni. Die größte Befriedigung, die ich allerdings empfunden habe nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war der Moment, in dem ich die italienische Verfassung gelesen habe. Die Verfassung ist 1946 veröffentlicht worden. Diese italienische Nachkriegsverfassung, das hat sie gerade nicht gesagt, weil die Italienerinnen und Italiener wissen das meistens, ist eine Verfassung, die ausschließlich von Mitgliedern der politisch verschieden orientierten Widerstandsorganisationen geschrieben wurde. Das heißt, es waren Leute, die während der Zeit der deutschen Besatzung im Faschismus
in den politischen Strukturen der Widerstandsorganisationen waren, Christdemokraten, republikanische Leute, Sozialisten, Kommunisten etc. Es waren eine große Gruppe und es gab eine verfassungsgebende Versammlung, in der sich über diese Verfassung geeinigt wurde. Und zu meiner großen Befriedigung stand in dieser Verfassung im Artikel 11 zum Beispiel neben vielen anderen guten Sachen, dass Italien den Krieg als Auseinandersetzungsmittel ablehnt. Artikel 3 der Verfassung sagt, dass alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihres sozialen Standes vor dem Gesetz gleich sind. Der genaue Gegenpart oder Gegensatz zu dem, was der Faschismus immer vorgesehen hat. Und es war eine große Befriedigung für mich zu sehen und persönlich zu spüren, dass aus diesen Zweiten Weltkrieg aus der Resistenza eine neue Frau hervorgegangen war. Eine Frau, die es so vorher in der faschistischen Gesellschaft nicht gegeben hat. Nämlich junge und ältere Frauen, junge wie mich und ältere, die erkannt hatten, dass sie eine politische Rolle spielen können, dass sie in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können, Verantwortung übernehmen wollen. Und das auch einforderten und sich eben nicht zurück an den Herd drängen lassen und raus aus der Politik mehr drängen ließen, so wie das im Faschismus der Fall war, der so getan hat, als wäre Politik irgendwie was ganz Gefährliches, wo sich nur ein Teil der Bevölkerung mit beschäftigen könnte. Die Frauen, die aus der Resistenza kamen, die ließen sich nicht mehr hinter das zurückdrängen, was sie dort erkämpft hatten. Und das war schön zu sehen. Und vor diesem Hintergrund wollte ich noch sagen, dass es eine große Genugtuung war, irgendwann zu sehen, leider viel zu spät, dass auch Frauen Ministerposten übernehmen konnten, wie Tina Anselmi, eine ganz wichtige Person für die italienische Frauenbewegung. Tina Anselmi war irgendwann Sozialministerin, die war Partisanin wie wir, die ist Fahrrad gefahren wie wir, die ist durch die Gegend gelaufen wie wir und hat in den Frauenverteidigungsgruppen gearbeitet. Die wurde irgendwann Ministerin und hat irgendwann gesagt, einen Satz, der mir lange in Erinnerung geblieben ist bis heute, die hat gesagt, Demokratie ist etwas, was man jeden Tag gießen muss, was man jeden Tag füttern muss, sonst funktioniert sie nicht. Vor dem, was Giacomina gerade erzählt hat, meinte sie noch, ich sage jetzt noch eine Sache und dann höre ich mal auf, weil ich bin sowieso schon viel zu ausschweifend gewesen und habe euch gelangweilt. Ein bisschen können wir noch. Vielleicht so ein, falls es noch eins, zwei, drei Fragen gibt, und gucken, wie sie reagiert. Ja, ich würde sagen jetzt, ich glaube, das war ein ganz gutes, zumindest von ihrer Erzählung, ein gutes Schlusswort. Wir haben ein Saalmikro. Wir sehen euch nicht so wahnsinnig gut von hier oben. Das heißt, wir würden euch bitten, diejenigen, die was sagen wollen, jetzt einfach mal wirklich deutlich ihre Hände nach oben zu rücken. Und der Genosse hier vorne mit dem Mikro kommt dann zu euch. Bitte ins Mikro sprechen, damit Giacomina eure Fragen hört. Wenn ihr sie auf Italienisch stellt, übersetzt sie Steffen natürlich, sonst einfach logischerweise auf Deutsch. Wer hat Fragen? Das kann ich nicht glauben. Hast du das jemals hinterfragt oder bereut, in irgendwelchen Momenten in der Resistenza mitgeholfen zu haben? Ti sei mai pentita o hai mai avuto dei ripensamenti sul fatto che ti sei decisa di far parte della Resistenza, di essere entrata nella Resistenza? Se a 90 anni sono qui con la voglia ancora di parlare di resistenza è perché, anzi, giorno per giorno mi rendevo conto che quella battaglia è stata molto efficace e mi sono sempre convinta che
Oggi ne posso parlare con un po' di orgoglio, se me lo permettete, che posso dire io c'ero e quindi questo mi rende veramente molto orgogliosa perché l'Italia a quel tempo aveva bisogno del nostro lavoro. Wenn ich mit 90 Jahren noch hier sitze und es nicht müde bin, über Widerstand zu sprechen, kann ich sagen, dass ich das nie bereut habe. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe das richtig gemacht und gestattet es mir. Ich bin auch ein ganz kleines bisschen stolz darauf. Und je öfter ich und je länger ich davon die Möglichkeit habe zu erzählen, die viele andere nicht mehr haben, weil sie nicht mehr da sind, aber desto mehr habe ich das Gefühl, dass das Italien, von dem ich gerade gesprochen hatte, Leute wie uns ganz dringend brauchte und dass wir das Richtige gemacht haben. Ja, ich möchte mich bedanken für den Abend und wollte gern fragen, ob nach dem Krieg, da wurde das ja gewürdigt, ob das auch heute noch in Italien gewürdigt wird, der Kampf der Frauen damals. La domanda è che prima vuole ringraziarti per il tuo contributo e di essere venuta qua, poi vorrebbe sapere se dopo la guerra fino ad oggi il contributo delle donne nella resistenza viene valorizzato o veniva valorizzato e viene valorizzato fino ad oggi. Grazie, ha fatto proprio bene, questa domanda è importante. Danke, sehr gute Frage. Perché dove abito io, Castelnuovo Monti, nella provincia di Reggio Emilia, le autorità, i comuni, la provincia, la regione, dopo 30 anni che è finita la guerra, si sono messe d'accordo e hanno fatto fare a un artista locale innalzato un monumento che non è i soliti monumenti a una donna che ha fatto delle cose particolari. È un monumento dedicato a tutte le donne, a tutte le donne che si sono impegnate nella lotta di liberazione, perché hanno capito che il contributo delle donne è stato determinante e quindi riconosciuto. C'è uno storico che dice, Paterlini, che se non fosse stato per le donne, forse la guerra partigiana non ci sarebbe stata. O se c'era stata completamente diversa, meno incisiva e meno importante. La lotta partigiana è riuscita in questo modo proprio perché c'è stato un grande contributo delle donne. E questo monumento nel mio paese è lì a testimoniare, e spero nei secoli anche a venire, a testimoniare questo grande contributo per la creazione della pace innanzitutto, ma anche per la creazione della democrazia nel nostro paese. Wie gesagt, vielen Dank für die Frage. Ich komme aus einem, oder ich wohne mittlerweile in einem Ort in den Bergen. Ich habe ja lange Zeit in der Poebene gelebt, wohne jetzt in einem Ort, Castelnuovo Monti heißt der, in den Bergen der Provinz Reggio Emilia. Dort ist auf Bestreben des gesamten Gemeinderats, Einverständnis aller Parteien, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Denkmal errichtet worden. Ein Denkmal für die Frauen der Resistenza. Es ist kein Denkmal, wie das üblicherweise gemacht wird. Es ist sowieso schon mal keins für Männer und dann ist es auch kein Denkmal für eine Person, für irgendeine wichtige Person, sondern es ist ein Denkmal für alle Frauen, die im Widerstand gekämpft haben zu dieser Zeit. Es ist eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, dass es die gibt, weil
Es ist mittlerweile anerkannt in Italien, es gibt verschiedene Historikerinnen und Historiker, die sich damit beschäftigen. Einer zum Beispiel, Paterlini, weiß ich, habe ich neulich nochmal gelesen, der meint oder vertritt die Meinung, dass ohne den Beitrag der Frauen die Resistenza in Italien in dem Maße nicht möglich gewesen wäre und sich höchstwahrscheinlich sehr anders entwickelt hatte. In der Provinz Reggio Emilia möchte ich sagen, dass die Resistenza nicht gegangen wäre, wenn die Frauen nicht in so großer Menge ihre Unterstützung dafür gegeben haben und zusammen mit den Männern die Grundlage für eine demokratische Nachkriegsgesellschaft gelegt haben. So. Giacomina will das nicht erklären. Ihr könnt raten, welche Giacomina es ist. Stimmt, wir haben ein einziges Bild von Giacomina aus der Zeit. Ansonsten haben wir nur neue. Und wir dachten, wir zeigen euch das noch. Giacomina ist die ganz links mit der coolen Brille. Dillo tu che lo capiscono anche gli italiani, perché è bello. Pronto. Non so se siete riusciti a capire che sono io, perché lì avevo 18 anni, quindi è passato tanto tempo. Siamo in quattro e siamo quattro partigiane, una alla mia, come si dice, la prima che vedete è una staffetta. Io sono a destra, no? E le altre sono tutte delle mie amiche, tutte delle partigiane, e lì siamo nel centro di Reggio, e se ti fate caso ci sono tutte le saracinesche abbassate, perché la città era praticamente morta. Tra i bombardamenti e tutto quanto, non ci viveva quasi più nessuno. Perché voglio dire ancora che la guerra è la cosa più brutta che un popolo possa incontrare, perché la guerra non distrugge solo i beni materiali, ma distrugge gli affetti, distrugge tutto quello che l'uomo ha bisogno per vivere bene. E quindi questa foto dimostra proprio che noi siamo lì, sembriamo molto tranquille, ma non siamo tranquille, perché lì abbiamo il rischio di fare degli incontri spiacevoli, perché tutta la città è chiusa e passeggiava solo i tedeschi e i fascisti, e noi dovevamo andare a un incontro. Abbiamo avuto il coraggio di passeggiare per Reggio. Poi una foto che è stata scattata casualmente, no? Sì, 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 sì. Comunque, also, das ist ein Bild vom... Also, das ist ein Bild aus dem Jahr 1944. Das ist zufällig geschossen worden. Giacomina hat das nach dem Krieg, hat ihr das irgendjemand gegeben, der die da fotografiert hat. Dieser Giacomina ist die ganz links mit der Brille, rechts an ihrem oder neben ihr läuft eine andere junge Frau, die war Staffette bei einer Partisaneneinheit. Die beiden Frauen hinter ihr sind gute Freundinnen von ihr, die in den Nachbargehöften wohnten und ebenso wie Giacomina in den Frauenverteidigungsgruppen waren. Sie laufen dort zu zweit, weil mit mehr Leuten darf man nicht gemeinsam laufen, hintereinander, um nicht so aufzufallen. Ihr seht vielleicht, dass die ganzen Rollläden runtergelassen sind. Die Stadt Reggio Emilia war zu dem Zeitpunkt 1944 eine fast ausgestorbene Stadt. Es gab kaum noch Geschäfte, es gab kaum noch Leben. Wie gesagt, Giacomina meint gerade, das will ich nochmal sagen, der Krieg, der zerstört nicht nur Menschenleben. Der Krieg zerstört nicht nur Güter und Häuser und sonst irgendwas, sondern der Krieg zerstört die Menschen an sich, auch wenn er sie nicht tötet. Der Krieg zerstört die Liebe, zerstört die Zuneigung und macht die Menschen kaputt. Das war was mir bei dem Bild nochmal was mir nochmal eingefallen ist. Ansonsten sind wir dort auf dem Weg zu einem Treffen.
wie gesagt, das ist mitten im Krieg und wir sind da zufällig fotografiert worden, sind alle nicht entspannt, auch wenn das so aussieht. Wir waren alle sehr, sehr aufgeregt, weil das Einzige, was man in der Stadt antreffen konnte, war entweder deutsche oder faschistische, hier so was ist das, Patrouille, Streifen und Kontrollgruppen. Von daher waren wir überhaupt nicht relaxed, obwohl das vielleicht so aussieht. Machen wir noch ein oder zwei und dann... Hatte sie als junge Partisanin Vorbilder, irgendwelche Vorbilder? Und wenn die Frauen sich getroffen haben, so 2000 Frauen oder so in diese kleine Gruppe, hatten sie Geschichten erzählt über Widerstand, wie Frauen Widerstand leisten? Gab es eine Kultur der Widerstand? Geschichten über Widerstand, weibliche Frauenwiderstand? Und welche Vorbilder sie hatte? Ja. Ist da ein Ando? Oh, der Ventilator war schön. La domanda è, la domanda del signore era se in quel periodo in cui hai deciso di far parte della resistenza c'erano dei racconti di altre donne resistenti o di qualche esempio di donne resistenti di cui si parlava o di altri episodi nella storia in cui le donne operavano nella resistenza, c'erano questi racconti delle cose di cui voi sapevate e che vi influenzavano in qualche modo? Non avevamo sotto mano nessuna esperienza, perché ogni situazione di questo genere è unica, cioè è difficile paragonare ad altri paesi o in altre condizioni. Quindi l'ho detto all'inizio che c'era tutto da inventare, come poteva essere una vita clandestina pur essendo in mezzo alla gente, perché questo è... cioè noi vivevamo una vita normale in pianura, in mezzo a tutta la gente, ma nello stesso tempo avevamo questa doppia vita clandestina. Quindi non c'era nessun altro paragone. Però vorrei anche dire che non voglio sentirmi un'eroina, non voglio che si creda che fossimo delle eroine, è solo delle donne che si sono trovate in una certa situazione e hanno provato a fare qualcosa perché, come detto, era una situazione talmente brutta per tutti, per le nostre famiglie. Pensate che io ho avuto due morti in guerra, uno in Grecia e uno in Ucraina. Quindi le famiglie erano distrutte, erano affamate, non avevamo più niente. Quindi l'istinto di fare qualcosa, e subito non sapevamo se era il più efficace quello che facevamo. L'abbiamo sperimentato e sperimentarlo voleva dire correre dei rischi molto, molto grandi. Quindi si impara a fare le cose in modo da salvare la vita. Wir hatten keine Vorbilder und wir hatten auch keine Geschichten oder Erzählungen von anderen ähnlichen Episoden aus der Geschichte. Es war auch unsere Situation war auch nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen. Du musst dir so vorstellen, das war plötzlich einfach so. Es gab keine Vorbereitung darauf. Von einem Tag auf den anderen haben wir uns in dieser Situation gefunden und mussten uns irgendwie selber helfen. Man muss sich auch immer vorstellen, die Resistenza hat nur, in Anführungsstrichen, oder diese Zeit der Besatzung hat nur 20 Monate gedauert. Es gibt gar nicht so einen ewig langen Zeitraum, in dem man sonderlich viel hätte aufbauen können. Und Giacomina sagt, das, was wir gemacht haben, war einfach unser ganz normales Leben weiterleben, weil ich war nicht Partisanin in der kämpfenden Einheit. Ich bin nie bewaffnet gewesen, ich war nie in den Bergen. Ich habe in den Frauenverteidigungsgruppen in der Po-Ebene gekämpft,
habe mein ganz normales Leben weitergelebt und hatte ein zweites klandestines Leben, was die Nachbarn nicht kannten, was teilweise von bei anderen Leuten die Familienangehörigen nicht kannten. Ich musste versuchen, immer nicht aufzufallen mit dem, was ich gemacht habe. Und das haben wir einfach Stück für Stück gelernt. Wir wollten was tun. Wir hatten viel Leid erfahren in meiner Familie. Zwei Brüder von mir, einer ist in Griechenland geblieben, einer in der Ukraine geblieben. Die Familien waren teilweise zerstört, es fehlten total viele Leute. Wir wollten, dass Frieden ist. Wir wollten irgendwas tun, wollten irgendwas dazu beitragen. Und das hieß für uns in der Situation sehr viel riskierend, Stück für Stück rausfinden, wie man seinen Beitrag dazu leisten kann. Und da gab es keine Handbücher oder keine irgendwie Geschichten, an denen wir uns orientieren konnten. Wir mussten das alles Stück für Stück ganz alleine rausfinden. Ich würde sagen, die letzte Frage, weil ich merke, dass Jacqueline da ganz schön müde wird. Okay. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken auf jeden Fall, also dafür, dass du gekommen bist. Ich finde das Wahnsinn, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesen weiten Weg, aber auch für den antifaschistischen und feministischen Kampf, den du geführt hast, der, wovon ich ja auch heute zum Beispiel auch profitiere. Und dadurch, dass du hierher kommst, gibst du mir zum Beispiel auch die Möglichkeit, diesen Kampf weiterzuführen. Also ich finde, es gibt ganz viele Hoffnung und Energie, diesen Kampf auch weiterzuführen. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und eine Frage habe ich aber auch noch, und zwar, ob es diesen Frauenbund von damals, ob es den heute noch gibt und wenn ja, was die machen heute. La prima cosa vorrei ringraziarti, di essere venuta qua, di aver avuto la possibilità di ascoltarti, di ascoltare la tua esperienza di resistenza e di lotta per le donne. E voglio dire che questa per me è anche una cosa che mi incoraggia e che mi dà speranza, una cosa che mi fa impegnare o che mi dà coraggio per le lotte quotidiane anche di oggi. Poi ne ho una domanda, anche vorrei sapere se l'UDI, se l'Unione Donne Italiane esiste ancora oggi e se esiste cosa fa. L'UDI è da un po' di tempo che non c'è più, però è nato degli altri gruppi con sempre con l'intenzione di mantenere viva la lotta per l'emancipazione femminile, perché noi le leggi le abbiamo che tutelano le donne, le lavoratrici, le pensionate e così via. Però molte volte incontriamo difficoltà negli usi e costumi delle stesse famiglie e degli stessi privati, non so se spiego bene, cioè le difficoltà le troviamo anche nelle famiglie che non si arrendono, che vedono sempre la donna quella che deve accudire i bambini, quello che deve pensare a molte cose che noi vogliamo fare, però vogliamo anche che sia considerata la nostra personalità, che le donne hanno bisogno di dignità, che non diventano delle donne di servizio per la comunità, cioè che devono avere il loro spazio, se hanno voglia di andare a lavorare, avere le condizioni per poterlo fare. Quindi ci sono molti gruppi, anche in particolar modo anche i sindacati, che si battono per questi principi. Però l'Unione Donne Italiane, proprio come era, come è nata, con la stessa unità, con la formazione dei partiti, ha trovato... questa unità non è continuata, perché anche i partiti influenzarono l'operazione di questa organizzazione e quindi non era più facile a mantenere questa la fisionomia dell'Unione Donne Italiane, che era nata proprio dalla lotta di liberazione. Dopo si è sciolta e adesso non c'è più. C'è il giornale però, c'è il giornalino che esce ancora, Noi Donne, e che viene pubblicato regolarmente una volta al mese. Also diese Unione Donne Italiane, den italienischen Frauenbund, gibt's so nicht mehr.
Es gibt viele andere Frauenorganisationen, es gibt Gewerkschaften, in denen es Interessenvertretungen für Frauen gibt. Es gibt Gesetze, die eigentlich ausreichend sind. Es gibt Gesetze, die für die Gleichberechtigung aller Personen geschrieben sind. Und dennoch müssen wir bis heute sehen, dass die Gesellschaft diese Gesetze teilweise nur widerwillig oder gar nicht umsetzt. Dass es Widerstände in allen Teilen der Gesellschaft gibt. Dass es immer noch Leute gibt, die in den Frauen hauptsächlich Personen sieht, die familiäre und soziale Dienstleistungen zu erfüllen haben, an die die Männer nicht rangehen. Es gibt eine ganze Menge zu tun, aber den italienischen Frauenbund gibt es nicht mehr. Das größte Problem, auf das der getroffen ist, war, dass sich in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die ursprüngliche politische Einheit im Frauenbund, weil das Besondere an diesem Frauenbund war, dass dort sozialistisch, kommunistisch, christdemokratisch, nicht parteienorientiert eingestellte Frauen vereint waren. Es war ein tatsächlicher Einheitsfrauenverband. Und mit den Fortschreiten der Jahre und der sich immer mehr ausdifferenzierenden Parteiengegensätze in Italien hat es der Frauenbund nicht geschafft, diese Einheitsfront, die es in der Resistenz ergeben hat, weiterzuführen. Von daher gibt es ihn jetzt nicht. Was übrig geblieben ist, ist das kleine, so eine kleine Zeitschrift Neudonne, wir Frauen. Un grande abbraccio. È stato per me un grande onore venire qui a Berlino. E ho trovato una città bellissima, ricostruita e molto tranquilla, molto serena, che però è uscita da una guerra disastrosa. Veramente dobbiamo in questo momento prendere un impegno solenne. Vorrei lasciare io come eredità a tutti i giovani la possibilità di vivere in pace, perché con la pace si ricostruisce, la guerra distrugge. Quindi noi abbiamo fatto un'esperienza bruttissima nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi cerchiamo di partecipare, cerchiamo di fare in modo che l'uomo non faccia più una guerra così disastrosa. Auguriamo a tutti i popoli del mondo che possano vivere tranquilli e in pace. Con la pace si costruisce. In particolar modo noi donne che creiamo la vita dobbiamo stare molto attente che non venga distrutto questo nostro capolavoro che sono i nostri figli, che sono i nostri nipoti. Io come nonna vorrei augurare a tutti i nipoti del mondo che vivano sempre in pace.
mi rallegro tanto quando penso che l'Italia è 70 anni che vive in pace. E questo per me è la più grande eredità che mi sento di lasciare a tutti gli italiani e a tutti i giovani del mondo. Ich bedanke mich bei euch. Es war toll, hier zu sein. Es war eine große Ehre für mich, hier zu sein. Eine große Umarmung an euch alle. Ich fand Berlin super. Es ist eine sehr helle Stadt, eine ruhige Stadt, eine relaxte Stadt. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Es ist eine Stadt, die wieder aufgebaut wurde, die ein schlimmes Desaster durchlebt hat. Und ich möchte die Chance dazu nutzen, nochmal zu sagen, dass es für uns alle am wichtigsten ist, uns für Frieden einzusetzen, dafür zu kämpfen, dass es keine so verheerenden Kriege mehr gibt wie daran, dass es überall Frieden gibt. Gerade wir Frauen, die wir Leben schenken, sagt sie, müssen mit dafür Sorge tragen, dass dieses Leben weiterleben kann, dass diese Meisterwerke, dass unsere Kinder und unsere Enkel sind, dass die am Leben bleiben können und ein friedliches Leben leben können. Und möchte das quasi als Message nochmal sagen, dass wir uns dafür alle einsetzen sollen, dass wir teilnehmen müssen, weil Frieden oder im Frieden kann aufgebaut werden, im Frieden kann geschaffen werden, im Krieg wird nur zerstört, das ist keine Option für uns und ich wünsche allen Kindern, allen Enkeln dieser Welt, dass sie in Frieden leben mögen können und dass das für alle die Möglichkeit gibt, in allen Völkern der Erde, dass da Frieden sei. In Reggio Emilia in Norditalien. Das ist die Provinz, aus der auch Giacomina kommt. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Widerstands. Eine davon ist Giacomina, die mittlerweile seit über 20 Jahren als Zeitzeugin bei verschiedenen Anlässen von ihrer Geschichte erzählt. Bevor wir, ja, vielleicht sage ich noch dazu, ich bin sehr, sehr froh, dass Giacomina eingewilligt hat, nach Berlin zu kommen, nachdem sie im letzten Jahr von dem Vorsitzenden des Partisanenverbandes in Reggio Emilia, dem Giacomo Notari, der letztes Jahr im März hier in Berlin zu Gast gewesen ist, erfahren hat, wie toll der das fand und wie schön die Veranstaltung war, hat sie sich überreden lassen, nochmal ins Flugzeug zu steigen, nach Deutschland zu fahren und zwei Veranstaltungen hier zu machen und nicht nur in Reggio Emilia. Von daher bin ich sehr froh, dass wir das nochmal machen können. Bevor wir... Bevor ich Giacomina gleich das Wort übergeben werde, wollte ich ein paar Minuten für alle die, die mit der italienischen Geschichte nicht so firm sind, ein paar Minuten eine kurze Einführung dazu geben, was sich in Italien bis zum Jahr 1943, in dem sich der Widerstand begonnen hat zu entwickeln, zugetragen hat, damit wir alle so ein bisschen wisst, wovon wir da sprechen und sich vielleicht so ein paar Daten, von denen Giacomina eventuell sprechen wird, wiederholen. Ich werde versuchen, das kurz zu fassen, 5 bis 10 Minuten, damit ihr nicht gelangweilt seid, und dann wird Giacomina sprechen. Italien tritt 1915, ein Jahr nach den meisten anderen Nationen, in den Ersten Weltkrieg ein, gehört am Ende des Ersten Weltkrieges mit den Alliierten gegen Deutschland zu den kriegsgewinnenden Ländern, zahlt dafür allerdings einen sehr hohen Preis. Es sterben insgesamt etwas mehr als 600.000 italienische Soldaten im Ersten Weltkrieg, was wesentlich mehr Tote sind als im Zweiten Weltkrieg.
Das Land geht aus diesem Krieg mit einer jungen Generation hervor, die in diesem Ersten Weltkrieg gekämpft hat, sehr hohe Erwartungen an die italienische Gesellschaft nach dem Krieg hatte und hoffte, von dem gewonnenen Krieg irgendwie partizipieren zu können. Diese Erwartungen erfüllen sich nicht. Es kommt in Italien, wie in vielen anderen Ländern in Europa, zur Gründung einer kommunistischen Partei als Nachfolge der Oktoberrevolution in der Sowjetunion. Es gibt eine sehr starke soziale, politische Organisierung von Fabrikarbeiterinnen, Fabrikarbeitern, Landarbeiterinnen und Landarbeitern, insbesondere in der Po-Ebene, aus der Giacomina kommt. Diese Arbeiter-Selbstorganisationen beginnen irgendwann die Machtfrage zu stellen, worauf die Besitzenden in den Industriezentren und in den agrarischen Gebieten, Italien war zu der Zeit ein hauptsächlich agrarisch geprägtes Land, mit der Schaffung von ersten faschistischen Terrorgruppen reagieren. Das sind kleine Gruppen, sogenannte Squadre, die Squadristi, die insbesondere in der Po-Ebene von Großgrundbesitzern finanziert werden und damit beauftragt werden, die ganzen Artikulationen dieser Arbeiter-, Landarbeiter-Selbstorganisationen anzugreifen, also Volkshäuser, Genossenschaften, Landarbeiterligen, alles Organisationen, die zum Ziel hatten, die Interessen der Arbeitenden zu vertreten. Diese Organisation, diese Einrichtungen der sozialistisch-kommunistischen Bewegung werden mit einem regelrechten Straßenterror überzogen. Aus dieser immer stärker werdenden faschistischen Bewegung gründet sich dann 1919 die Faschistische Partei, welche in dem sogenannten Biennio Rosso, den roten zwei Jahren, nämlich die Jahre 1919 bis 21, die in Italien sehr stark geprägt waren von eben Straßenauseinandersetzungen durch die seitens der Faschisten, sehr starken Streiks in den Industriezentren, Streiks in den agrarischen Gebieten. Aus diesem Biennio Rosso geht die faschistische Partei sehr stark hervor und stellt in gewisser Weise für den in Italien regierenden König eine Möglichkeit dar, die sozialen Unruhen zu befrieden. Was dazu führt, dass im Jahr 1922 im Oktober der Führer dieser faschistischen Partei, Benito Mussolini, vom König mit der Regierungsbildung beauftragt wird, weil sich der König und mehrere andere wichtige Leute in Italien davon überzeugt hatten, dass es besser wäre, sich jetzt mal dieser faschistischen Bewegung zu bedienen, in der Hoffnung, dass man nach ein paar Jahren die politische, soziale Situation beruhigt hätte, sich derer wieder entledigen kann, um dann wieder in den normalen Alltag der konstitutionellen Monarchie überzugehen. Das funktioniert nicht ganz so, wie die sich das vorgestellt haben. Die faschistische Regierung beginnt also am Ende 1922, braucht 2 bis 3 Jahre, um die Basis dafür zu legen, ab Januar 1925 das faschistische Regime, von dem dann gesprochen wird, aufzubauen. Das faschistische Regime verabschiedet im Januar 1925 verschiedene Gesetze zur Abschaffung grundlegender Bürgerrechte, Versammlungsrecht, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Es werden sämtliche anderen politischen Parteien verboten, kommunistische, sozialistische, Volkspartei, etc. Und über die Jahre gelingt es dieser faschistischen Regierung einerseits durch Verbote, durch Repression, aber auch durch die Schaffung erster, überhaupt zum ersten Mal in Italien vorhandener sozialer Einrichtungen und Wohlfahrtseinrichtungen wie Rente, Krankenversicherung, Freizeitorganisierung etc. in der Bevölkerung einen Konsens herzustellen. Also ein Zusammenspiel aus Repression und ökonomischen Vorteilen, die dazu helfen, die Bevölkerung zu überzeugen. Ein ganz wichtiger Schachzug dabei war, dass es Mussolini gelingt, im Jahr 1929 das Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche zu schließen, was den Katholiken und Katholiken in Italien ermöglicht, auch auf Geheiß des oder mit dem Gutheißen des Papstes zum ersten Mal in der Geschichte Italiens, was ein sehr junger Nationalstaat war, den es erst seit 1860 gab, zum ersten Mal in Italien in politische oder am politischen Leben teilzunehmen. Es war bis 1929 so, dass der Papst in Italien den Katholikinnen und Katholiken, was in Italien die Mehrzahl der Bevölkerung war, knapp 95%, verboten hatte, am politischen Leben der italienischen Gesellschaft teilzunehmen. Daran hielten sich nicht alle, aber viele. Und mit der Schaffung oder mit dem Abschluss dieses Konkordats zwischen italienischem Nationalstaat und römisch-katholischer Kirche 1929
genoss Mussolini quasi den Segen des Papstes, der Kardinal, der dieses Konkordat unterzeichnet hat im Namen des Vatikans, nannte Mussolini bei dieser Situation den Mann der Vorsehung, was einer Segnung Mussolinis für die italienische Gesellschaft gleichkam. Das Jahr 1929 kennzeichnet dann auch das Jahr des größten Konsens von Mussolini und der faschistischen Partei in der italienischen Gesellschaft. Dieser Konsens verstärkt sich über die Jahre. Man hat sich sämtlicher politischer Kontrahenten so gut wie entledigt. Es gibt mehrere tausend Leute in den Knästen, in der Verbannung. Viele, viele tausend Italienerinnen und Italiener, die antifaschistisch orientiert waren, sind in der Verbannung, was dazu führt, dass in Italien so gut wie keine politische Opposition gibt zu dieser Zeit. Und das setzt sich auch die ganzen 30er Jahre hinfort durch, in denen der italienische Faschismus erste kriegerische Aktivitäten unternimmt, 1935 Äthiopien überfällt, um sich einer Kolonie zu bemächtigen, 1936-37 im Spanischen Bürgerkrieg an der Seite der Faschisten Spaniens und der deutschen Nazis kämpft, bis dann im Jahr 1939 Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg beginnt. Diesen Krieg führen die Deutschen, wie ihr alle wisst, ab 1. September 1939 alleine. Aufgrund der großen Erfolge der Deutschen innerhalb kürzester Zeit, die schon im Juni 1940 sowohl Polen als auch die Benelux-Länder als auch große Teile Frankreichs besetzt hatten, hat Mussolini Angst, dass er von den Erfolgen dieses Zweiten Weltkrieges nicht mehr partizipieren kann und entschließt sich mit seinem Generalstab dazu, im Juni 1940, also knapp ein Dreivierteljahr nach den Deutschen, in diesen Zweiten Weltkrieg einzusteigen, um etwas von dem großen Kuchen abzubekommen, mit dem Unterschied, dass Italien in keiner Weise militärisch und wirtschaftlich auf einen Krieg wie diesen vorbereitet war. Es gab völlig andere Ausgangssituationen als in Deutschland. Das heißt, es wären völlig unzureichend, sowohl ideologisch als auch wirtschaftlich, militärisch unzureichend präparierte Truppen in diesen Zweiten Weltkrieg gesandt. Es gibt innerhalb kürzester Zeit sehr viele Tote. Die italienischen Truppen erleiden an sämtlichen Frontschauplätzen, in denen sie eingesetzt werden, sowohl in Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, in der Sowjetunion, überall herbe Verluste. Überall müssen deutsche Truppen dazu eilen, um die militärischen Aufgaben dort zu lösen. Was dann wiederum dazu führt, dass innerhalb kürzester Zeit der Rückhalt in der italienischen Bevölkerung für diesen Zweiten Weltkrieg, der am Anfang sehr groß gefeiert wurde, weil Italien Ambitionen hatte, eine faschistische Großmacht zu werden, das faschistische Reich einzurichten, da standen große Teile der Bevölkerung dahinter, die dann aber nach wenigen Monaten merken, dass das alles mit der faschistischen Propaganda nicht mit der Realität übereinstimmt. Italien verliert eben an sehr vielen Fronten ihr Kriegsunternehmen, bis dann im Jahr 1943, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, bis dann im Jahr 1943 im Juli die alliierten Truppen in Sizilien landen und von Sizilien aus beginnend, von Süden nach Norden vorrückend, die italienische Halbinsel zu befreien. Am 25. Juli 1943 wird aufgrund der Ankunft der Alliierten in Italien Mussolini vom König abgesetzt. Italien bleibt offiziell Teil der Achse Berlin-Rom-Tokio, also bleibt Verbündeter der Deutschen und der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Und das Königshaus beginnt allerdings am 25. Juli 1943 geheime Verhandlungen mit den Alliierten über einen möglichen Kriegsaustritt Italiens aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Verhandlungen sind nur bis zum gewissen Punkt geheim, weil die Deutschen bekommen davon Wind. Wissen das, es sind ohnehin viele deutsche Truppen in Italien stationiert, die gemeinsam mit italienischen Einheiten Sizilien und später dann auch Kalabrien, Apulien vor den Alliierten versuchen zu verteidigen. Vom 25. Juli 1943, einem Datum, zu dem sehr viele politische Gefangene in den Tagen danach aus der politischen Haft zurückkommen, nach Hause kommen, bis zum 8. September, also in knapp anderthalb Monaten, bis zum 8. September 1943, laufen diese vermeintlichen Geheimverhandlungen. Am 8. September 1943 wird dann über eine Radiodurchsage verkündet,
dass Italien von nun an auf der Seite der Alliierten kämpft, sämtliche feindliche Handlungen den Alliierten gegenüber einzustellen sind und italienische Truppen gegen sämtliche Angriffe von anderer Seite zu reagieren wissen. Das war in etwa der Text, der mit der Radiodurchsage durchgegeben wurde. Klingt ein bisschen absurd, war auch so. Es gab keinerlei Vorbereitung, weder für die italienischen Truppen auf dem Festland noch an anderen Kriegsschauplätzen auf diesen Tag des Waffenstillstandes. Was bedeutete das, von einem Moment auf den anderen etwa 1 Million italienische Soldaten in Italien und an verschiedenen anderen europäischen Fronten ohne jede Befehlsstruktur waren, weil ihnen gesagt wurde, ab jetzt nicht mehr gegen die Alliierten kämpfen und es keine weiteren Anweisungen für diese Truppen gegeben hat, was zu einem Zusammenbruch de facto des italienischen Staates führte. Der König hatte in der Nacht vom 8. September Rom verlassen, war mit dem Schiff nach Süditalien gefahren. Man sieht da das Datum 8.9.1943 mit dem roten Pfeil, das ist Salerno, ein Ort südlich von Neapel. Bis zu diesem Punkt waren die Alliierten 1943 am 8. September vorgedrungen. Das heißt, sie hatten schon einen Teil Süditaliens befreit. In dieser Situation gibt es einen Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten. Der König flüchtet darunter zum Stiefelhacken nach Bari, begibt sich in die Hände der Alliierten und überlässt den gesamten nördlichen Teil Italiens sich selbst. Ohne Befehlsstruktur, mit sehr, sehr starken deutschen Verbänden auf dem Territorium, weil die Deutschen wussten, dass es Geheimverhandlungen gab. Und die hatten zwischen Juli 1943 und 8. September 1943 mehrere Divisionen deutscher Einheiten nach Italien verlegt, die am Tag des 8. September ab dem Nachmittag begannen, das gesamte italienische Territorium, was noch nicht von den Alliierten befreit war, zu besetzen. Das heißt, die hatten ihre Truppen außerhalb aller italienischen größeren Ortschaften stationiert. Diese Truppen rücken in die Ortschaften ein, besetzen sämtliche neuralgischen Punkte, besetzen alle Eisenbahnstrecken, Bahnhöfe etc. etc. Und dieser 8. September ist dann auch der Tag des Beginns der Resistenza. Das ist dieser Tag, an dem Italien von den Deutschen besetzt wird und an dem die deutschen Truppen damit beginnen, überall, wo es möglich ist, italienische Soldaten gefangen zu nehmen. Insgesamt werden 620.000 italienische Soldaten auf dem italienischen Territorium und an den verschiedenen Fronten gefangen genommen, in deutsche Konzentrationslager deportiert. Mehreren hunderttausend Soldaten gelingt es, irgendwie nach Hause zu kommen oder sich in den Bergen im Norden, in den Dolomiten, in den Alpen oder in den Bergen auch im Apennin zu verstecken und dort Widerstand gegen die Deutschen und die ab dem 8. September mit ihnen zusammenarbeitenden italienischen Faschisten zu führen. Und das ist die Zeit, über die dann Giacomina hauptsächlich reden wird. Das war jetzt eine ganz schöne Tour de force, aber um nochmal so ein paar Daten zu haben. Kriegseintritt 1940, 25. Juli 1943 wird Mussolini abgesetzt. Am 8. September 1943 besetzen die Deutschen das italienische Territorium. Und ab dem Zeitpunkt organisiert sich von Salerno, Neapel bis in den Norden die italienische Resistenza, der italienische antifaschistische Widerstand, den es tatsächlich erst ab dem 8. September 1943 gab. Und in Abhängigkeit von der geografischen Lage dauert dieser Widerstand unterschiedlich lange. In Neapel hat er eine Woche gedauert, dann war die Stadt befreit. In Rom hat er bis Juni 1944 gedauert, dann war die Stadt befreit. In der Provinz Reggio Emilia hat der Widerstand bis April 1945 gedauert, weil dann erst diese Region befreit worden ist, wie der ganze Rest Norditaliens. Das waren mehr als 10 Minuten, oder?